Einen schönen guten Tag, liebe FBC-Agenten. Willkommen zurück beim Haus am See bei Alan Wake 2, The Lake House. So, wir machen hier weiter, wo wir das letzte Mal waren. Und ich habe eben gesehen, da klebt ein Post-it am PC in einer Zahlenreihenfolge, die sehr kreativ ist. Ich würde die gerne mal ausprobieren, ob die passt. Die ist mir nämlich eben gar nicht aufgefallen, aber ja, wer weiß. Nein. Ups, vertippt. So, nochmal. Wow, das ist das sicherste Passwort der Welt. Wir telefonieren einmal die Woche, versprochen. Der Antwort, scheiße. Hat er das wirklich gemacht? Diana dreht ihm den Hals um, wenn sie das erfährt. Ah, beiden sind eine Katastrophe. Ich war gestern mit Perry was trinken und er meinte, dass Jules die Wake-Seiten von Dianas Team zurück... Er hat dir gesagt, sie wären verloren gegangen. Verrückter Scheiß. Paula sagte, dass sie beide darüber nachdenken, eine Versetzung anzustreben. Würdest mich hier wirklich allein lassen? Du hast ja gerade eine Memo rausgeschickt. Wir sollen das Projekt seiner Frau ausspionieren. Früher haben wir uns nur darüber über seine albernen Projektnamen und seine Scheinwissenschaften lustig gemacht. Er war so einfach. Achtung, Schwarzstein fehlt. An das gesamte Personal auf Untergeschoss 5 fehlt eine beträchtliche Menge Schwarzstein. Vermutlich ist es nur ein Missverständnis und jemand hat ihn versehentlich auf eine andere Ebene mitgenommen. Wenn Sie das waren, antworten Sie bitte auf diese Nachricht und wir lösen das gemeinsam. Schwarzstein ist ein wertvolles Material. Wir haben nur noch eine begrenzte Menge davon, jetzt wo das älteste Haus geschlossen wurde. Tag. Guten Tag. Zur Feier des Herbstanfangs habe ich verschiedene herbstliche Kuchen aus dem örtlichen Restaurant mitgebracht, dass sie alle so sehr zu mögen scheint. Alle Mitarbeiter des Projekts Ramnus können sie in der Lobby in der Nähe meines Büros verköstigen. Alle anderen Mitarbeiter sollen im Büro von Dr. Mormont fragen, ob sie Kuchen mitgebracht hat. Außerdem habe ich trotz der absurden Vorfälle im letzten Jahr die köstlichen Pekannusskuchen gekauft. Einen schönen Herbst. Dr. Jules Mormont, Co-Leiter der Forschungsabteilung. Nussallergiewarnung. Das ist auch sehr geil. Hallo. Eine freundliche Erinnerung daran, dass Nussallergien ein ernsthaftes Gesundheitsproblem darstellen ist. Und dass für jeden... abhängig vom Dienstalter nicht angemessen ist, es auf die leichte Schulter zu nehmen. Das Mitbringen von Nüssen ins Büro ist ein Gesundheitsrisiko und sollte im Interesse der Sicherheit alle Mitarbeiter vermieden werden. Dankeschön, Harry Kingston, Gebäudeverwalter. Sicherheitswarnung. Hallo. Bitte denkt daran, euren Computer zu sperren, bevor ihr euren Arbeitsplatz für längere Zeit verlasst. Die Sicherheit unserer Einrichtung wird durch das tägliche Ändern des Passworts nicht verbessert, wenn der Computer unbeaufsichtigt bleibt. Dankeschön. Brian Lopez, IT-Spezialist. Mach hier sonst noch was? Okay, es war einfach nur ein bisschen E-Mail-Verkehr, aber sonst nichts Interessantes an Infos. Da ist noch was. Begegnungsauftrag. Das Beschaffungsteam ist hiermit ermächtigt, sich weitere Testpersonen für die fortlaufende Forschung im Zusammenhang mit Projekt Abatus in der Einrichtung am Haus am See anzueignen. Folgende Ergebnisse sind zu priorisieren. Erstens. Beide Testpersonen zu Forschungszwecken zum Haus am See bringen. Zweitens, Tamitha Booker. Ihre Arbeit ist finanziell erfolgreicher und basiert auf bewiesenen Fällen, daher auch von größerer Erfolgsaussicht. Okay. Edward Booker. Weniger erfolgreich als Tamitha, aber das Theater wird eher als Kunst wahrgenommen, als Romane über echte Kriminalfälle. Die Testpersonen aus der Entfernung beobachten und nur aneignen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Unter keinen Umständen darf diese Operation die Aufmerksamkeit der öffentlichen Strafvollzugsbehörden entwecken. Gezeichnet Dr. Diana Mormont, Co-Leiterin der Forschungsabteilung. Das ist seine Frau, nicht seine Schwester, oder? Aber kann es sein, dass sie im anderen Raum war? Dass die beide hier so getrennt aufbewahrt wurden? Maybe. Was haben wir hier? Die Texte der Versuchsperson müssen enthalten.
Dunkelheit, Wasser, Mormon, Schulz und Diana, Haus am See, Konflikt. Hat ihm das irgendjemand erklärt? I don't fucking know. Okay, hiermit werden wir durch. Hier kommen wir her. Das heißt, wir können jetzt entweder diesen Gang hier runtergehen oder links. Ich guck nochmal, was auf den Schreibtischen noch hier vielleicht liegt an Infos. Oder Ressourcen. Ist natürlich auch immer gern gesehen. Da ist nichts drin. Nicht so gut. Oh, warte. Ne, da war nichts. Okay. Da steht jemand. Aber da ist der Aufzug. Wie komme ich rein? Frage ist, wie halte ich diese Gegner draußen? Die zücken nämlich schon ihre Waffe, weil die Gegner halt da rumstehen. Aber die kommen genauso wenig raus, wie ich reinkomme. Und das wird halt ein Spaß. Ich habe nicht mehr so viele Ressourcen, also Munition. Ich kann sie, glaube ich, auch nicht alle töten. Das heißt, ich muss schauen, wen ich umniete und wen nicht. Mehr Verschleierte. Oh ja. Ich hoffe, das Glas ist dick. Zerstörter Text. Null. Gott. 0% Leistung heute. Okay. Das war wild. Das ist ein FPC-Agent. Er oder sie ist tot. Security, Safety, Censorship. Remember the 3S. Okay, da liegt jemand. Hat aber nichts. Hier können wir nochmal speichern. Hervorragend. Okay, dann. Ich werde nochmal kurz einen Mini-Break machen, bin sofort wieder da und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Hello? Anyone there? Okay, jetzt müsste ich eigentlich auch die Karte 2 bekommen, weil jetzt komme ich hier nicht raus. Da ist sie ja. Eine höhere Zugangskarte. Tut mir leid, die brauche ich. Warum sieht die Leiche aus wie sie? Also, ja gut, sie hat halt einen Tod, aber das ist das einzige Erkennungsmerkmal. War das Gesicht schwierig zu sagen. Irgendwie wild. Okay, was haben wir hier noch? Wie viele Gemälde haben Sie diesen Typen malen lassen? 1000. Katalog der Rudolph Lane Produktion von der Malstunde am redigiert. IDRL 342. Bezeichnung schwarze runde Form zwischen gelben Linien. Beschreibung. Ein unregelmäßiger dunkelschwarzer Kreis im Vordergrund hinter dem gezackte gelbe, gelbbraune, senffarbene Linien verlaufen. Die Linien überlagern sich manchmal und oder verlaufen manchmal durch den schwarzen Kreis. IDRL 169. Bezeichnung gemeinsamer Baum bei Nacht. Einsamer Baum bei Nacht. Beschreibung ein dunkelgrüner Baum, Kiefer, in einer dunklen Landschaft, vermutlich bei Nacht. IDRL 1170. Bezeichnung verlassene Straße im Wald. Beschreibung ein dunkelgrauer Strich, bla 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 bla. Okay, ein bisschen viel, aber... Okay, da sind noch mehr Gemälde. Da, die Zahlen sind halt fett markiert. Es könnte wahrscheinlich sein, dass ich das jetzt hier brauche als Passwort, ja. Frage ist, welche der Gemälde sind wichtig? Gibt halt einige. Ja, es gibt manche Zahlenfolgen, die sind dreistellig, es gibt manche, die sind zweistellig. Schwierig zu sagen, ich habe keinen Hinweis. Da ist auch nichts dran. Okay, damit ich das Rätsel hier lösen kann, werde ich ein bisschen Trial and Error versuchen. Und mach das jetzt offscreen und dann sage ich euch gleich die Lösung des Ganzen. Bis gleich!
So, da bin ich wieder. Ich habe aber leider keine Ahnung bezüglich dem Passwort. Aber vielleicht finde ich hier was raus. Hast du davon? Ich habe es mit Trial and Error versucht, aber es könnte alles Mögliche sein. Das ist so weird. Aber es wird von irgendwelchen Bildern geredet. Vielleicht sind die Bilder hier irgendwo. Wir sind der 9.2023. Ich habe für unseren Jahrestag reserviert. Der, wie ich weiß, nächsten Freitag ist. Wir sollten das Büro mit unterschiedlichen Autos verlassen. Jetzt, wo dieser Heuchler in der Chefetage Beziehungen am Arbeitsplatz verboten haben, sollten sie uns nicht zusammen sehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay, noch ein richtiges Passwort. Oh shit. Wieder so viel zu lesen. Die ganze Zeit was. Ist da noch jemand? Sieht nicht danach aus. Komplett nervös. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Kalender. September 2023. Von Abteilung für Sicherheit und technischen Support an alle Abteilungen. Update für die Computerpasswort-Zurücksetzung. Blablabla. Am 13. September. Das haben wir schon gelesen, das kennen wir schon. Okay. So. Gucken wir erstmal, ob wir das hier herausfinden. Unten an. Ich habe eben herausgefunden, was mit Tricia passiert ist. Jules hat sie gefeuert. Ich wusste es. Sie konnte sich im Teammeeting letzte Woche einfach nicht zurückhalten. Sie hatte gute Gründe. Dieser Mann ist ein Tyrann. Wenn man auf Sicherheitsprobleme hinweist, ist das kein Grund, jemanden zu entlassen. Also Passwortrichtlinie. Diese neue Passwortrichtlinie ist nicht zu fassen. Um welche Sicherheitsbedenken geht es hier überhaupt? Wir sind ein abgeschirmter Regierungsbunker im Niemandsland. Ich glaube, sie werden paranoid. Wie auch immer, ich habe das Passwort für das Sicherheitsterminal anhand des Formatvorschlags im Memo erstellt. Unser Jahrestag bildet die Grundzahlen der Volk. Dann folgt schwarze Leere. Jahrestag. Unser Jahrestag bildet die Grundzahlen, dann folgt schwarz. Jahrestag plus. Ich schreibe mir das gerade nochmal physisch auf. Ja, die Arms drehen durch. Was für eine Überraschung. Ich wette, Diana hat Jules Hintergrund zum großen Sicherheitshaufen, Scheißhaufen geendet und ihre beschissene Ehe damit einmal mehr zum Problem von uns allen gemacht. Das Passwort, das du geschickt hast, hat nicht funktioniert. Schwarze Leere ist 44, oder? Aus der Liste von Lanes Gemälden. Muss da rein, sonst war der Mittwoch umsonst. 44 stimmt, ja. Du willst mir also sagen, dass du nicht weißt, wo unser Jahrestag ist? Ja, viel Glück damit. Das heutige Passwort ist das Datum unseres besonderen, unvergesslichen Jahrestag plus braune Baum mit Hörnern. Ich liebe dich. Ich glaube dabei, gemeinsam einen Film anzusehen, ist nicht der Beginn einer Beziehung. Okay. Jetzt Jahrestag plus braune Form mit Hörnern. Okay. Da haben wir schon mal ein paar Infos, die uns vielleicht Aufschluss darüber geben, über das Passwort. Für unseren Jahrestag reserviert. Ja, ich weiß, am nächsten Freitag ist es so, es war am 14.09. Jahrestag. 14.09. Nächsten Freitag wäre ja der 22. eigentlich.
ich das richtig sehe. Warte nochmal. Warte mal, von wann war die Nachricht? Die Nachricht war vom 14. Genau. So, 14.09.2023. Also. Der 14. ist ein Donnerstag. Das könnte auch die 15 sein, was mit nächster Freitag gemeint ist. Aber ich denke mal schon, dass es der 22. ist. Okay, dann versuchen wir nochmal herauszufinden, was das Passwort ist. Also. So, wie hießen die Gemälde? Schwarze Leere, braune Form mit Hörnern. Braune Form mit Hörnern. Schwarze Leere. Schwarze Leere ist 44. So, schwarze Leere 40. Und dann braune Form mit Hörnern ist 25. Also es könnte 22, 44, 25 sein oder 15, 44, 25. Das sind dann 6 Zahlen. Gucken wir mal. So, versuchen wir mal 22. 44. 25. Nein. Okay, dann versuchen wir mal 15, 44, 25. Das ist falsch. Okay, ich werde es trotzdem nur versuchen, Offscreen zu machen. Wir verlieren hier einfach zu viel Zeit. Bis gleich. Da. Okay, ich habe mich zu sehr auf nur das Datum konzentriert. Der Monat ist auch wichtig. Es ist nämlich 09-22-25. Also der 22. war doch richtig und dann 25 für braune Form mit Hörnern, weil schwarze Leere wurde abgelöst. Lockdown-Protokoll. Dann aufheben. Lockdown aufgehoben. Sie können jetzt wieder an die Arbeit gehen. Stimme. Sie können jetzt wieder an die Arbeit gehen. Untergeschoss 1. Sehen Sie mich? Nein, zurück! Der Bereich ist extrem gefährlich. Verdammter Funk. Die Person ist auf Ebene 1. Sie wird Hilfe brauchen. Dann wird sie wahrscheinlich schon, ja. So, wir speichern nochmal. Ja, alle Türen sind jetzt nun offen. Das heißt, Big Trouble is coming. Weil jetzt hier die ganzen Gegner raus sind. Okay, die werde ich los. Ich glaube, das waren alle. Aber hier gibt es nochmal Ressourcen. Perfekt. Ich meine, ich spiele es auf normalen Schwierigkeitsgrad, also von daher, das wird noch gehen. Ah, liegt auch nochmal an Batterien.
Da ist noch was. Heute ist mir ein Gedanke gekommen. Eine mögliche Option für weitere Forschung. Wenn wir daran denken, dass Kunst die Realität erfolgreich beeinflusst, dann denken wir immer auch an Alan Wake und seine Werke. Das könnte an der Aktualität oder einfach an der Menge an aufgezeichneten Beweisen liegen. Ich frage mich jedoch, ob die Natur des Schreibens selbst einen Vorteil darstellt. Texte können Ereignisse bis ins kleinste Detail beschreiben. Die Geschichte bietet dem Schatten eine, wie sagt man, Blaupause. Eine Karte für das, was real werden soll. Aber nicht jede Kunst ist gleich. Musik, Skulpturen, Tanz, Essen. In unserem Fall ein Gemälde. Wenn das Quellmaterial Raum für Interpretationen lässt, wie wird der Schatten es dann auslegen? Ich denke, Diana wird diese Frage sehr interessant finden. Wahrscheinlich hat sie sogar schon eine Antwort darauf. Darum liebe ich sie auch. Oh. Okay, das war eine Nachricht von Dr. Mormont. So, jetzt müssen wir das hier erstmal wegkommen. Ist hier noch vielleicht irgendwas, bevor ich da rausstürme und die Gegner niedermache und plätte? Ach du Scheiße, was steht denn hier noch? ASG-Fortschrittsbericht. Zu starke Überschneidung von Ton und Stil. Definitionen angeben. Dunkel, 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 dunkel. Bäume, Bäume, Bäume. Teich, Teich, Teich. Schatten, Schatten, Schatten. Krähe, Krähe, Krähe. Bla, 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 bla. Kacke. Schrei, Schrei, Schrei. Alter, was zum Teufel? Note, Verständlichkeit minus 6. Stil minus 6. Ausdruck minus 4. Inhalt minus 4. Wort war gut, aber unverständlich. Strukturelle Verbesserung, Wiederholungsproblem, später mit hinreichenden Verfeinerungsphasen gelöst. Dunkel. Schreie die Dunkelheit, eine düstere Erinnerung an die innere Dunkelheit. Der Dunkelheit. Ein Brunnen voller Dunkelheit, ein Strudel, eine schwarze Farbe. Dunkler und dunkler und dunkler, so dunkel, dass die Dunkelheit selbst kaum etwas sieht. Eine dunkle Gestalt tauchte aus der Dunkelheit auf und stellte sich der Dunkelheit mit finsteren Absichten entgegen. Ein dunkles Messer schimmerte dunkel in der Dunkelheit. Dunkel war die dunkle Auge eines dunklen Raben. Dunkle Federn, die im dunklen Nachthimmel raschelten. Kein Mond. Der Mond war verschlungen worden von der Dunkelheit. Die Dunkelheit trank ihn und die Sonne, ein dunkler Mond, ging über der dunklen Sonne auf und der dunkelste Dunkelheit der Dunkelheit untergegangen war. Die Dunkelheit verdunkelte sich dunkel. Dunkelte das Dunkel. Dunkle Dunkel. Bis zu selbst das dunkelste Dunkel schwach verdunkelte. Verständlichkeit minus 4, Stil minus 3. Ausdruck. Achso, das ist wahrscheinlich nicht minus, aber ja. Ausdruck 1, Inhalt 1. Okay. Stilton hat Vorrang vor Verständlichkeit, negativer Fortschritt. Ja, okay, das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Das braucht ja alles einfach zu viel Zeit. Aber könnt ihr auch gerne pausieren und dann selbst lesen. Gleiche gilt für das hier. Wieder Fortschritte gemacht. Einzelne Elemente sind stark, aber dem ASG fehlt es an Bewusstsein und Zielstrebigkeit. Das ist ein Hindernis. Hä? Das kann ich hier irgendwie nicht lesen. Da gibt es keine Übersetzung zu. Na, ist egal. Ich wollte nochmal, wie gesagt, hier rein und gucken, was hier noch ist. Yes! Nice. So. Sonst noch irgendwas? Hier. Leer. Ich höre die Gegner draußen schon und bevor wir da rausgehen, muss ich nochmal vorbereiten. Thank you.
Autsch, das war nicht gut. Bin gleich tot. Ja, genau, so läuft das Spiel. Alter, von hinten angegriffen, richtig scheißfreudig. Also die Kämpfe im DLC sind wesentlich schwieriger als im Hauptspiel oder im ersten DLC. Die fressen halt auch echt Schaden wie blöde. Okay, ich darf alles nochmal nachholen, bis gleich. Okay, alle Gegner erledigt. Ah, ich hoffe, das war's. Kann ich mich jetzt auch noch in den anderen Räumen umsehen, die noch verschlossen waren. Da ist der Aufzug, da muss ich hin. So, ist hier noch was? Hinweis an das Team. Wie ihr sicher wisst, wurde ein wichtiges Mitglied unseres Teams kürzlich vom Projekt Abatus abgezogen. Carla Livingstons Pläne und ihr technisches Fachwissen waren ein wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung der ASGs. Ihr Beitrag zum Projekt kann nicht hoch genug gewürdigt werden. Das Projektteam kann sich darauf verlassen, dass ihre Versetzung ein Fehler war, der bald korrigiert werden sollte. Unsere Projektleiterin Dr. Diane Mormont möchte alle Teammitglieder darauf hinweisen, dass alle Anweisungen oder Aufträge von Dr. Jules Mormont keinen Einfluss auf das Abatus-Personal haben und ignoriert werden sollten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Lauter Donuts und anderweitiges Essen. Aber sonst ist hier nichts. Was haben wir hier noch? Wow! Nee, Mann. Kein Interesse. Der hält ein bisschen viel aus in meinen Augen. Wir sehen zu, wie es deinen Verstand verschlägt. Mein Team war im Untergeschoss 1. Ich wusste, dass sie in Gefahr waren. Ja, also das kann gut sein, aber ich will mich erstmal noch hier umsehen, ne? Hintergrundbericht. Antwort Rudolf Lane. Im Jahre 2010 wurde Lane versehentlich in AWE 35 hineingezogen, während er in der Cauldron Lake Lodge wohnte. Unter der Aufsicht von Dr. Emil Hartmann, siehe Fall Nummer 74WA004 für Informationen zu seinen Verbrechen und seiner Verhaftung. Lane wurde während des AWE schwer verletzt. Er wurde 2 Monate lang in Seattle medizinisch betreut und in dieser Zeit von Mitarbeitern des FBC verhört und als unschuldig eingestuft. Nachdem die Cauldron Lake Lodge vom FBC übernommen und geschlossen wurde, zog Lane nach Watery, WA, wo er derzeit wohnt. Aktuelle Beobachtungen bestätigen, dass er keine bekannten persönlichen Beziehungen oder Verbindungen zu paranatürlichen Gruppen hat. Wie gewünscht, hat das Beobachtungsteam bestätigt, dass Lane am Tag der Erstellung dieses Berichts weiterhin malt. Haben wir in Alan Wake 1 vor? Ich kann mich nicht erinnern. Also an den Polizisten kann ich mich noch erinnern, an den Kumpel von Alan. Sonst. Okay, bevor wir dann in den Aufzug steigen, mache ich nochmal kurz einen Rundgang. So, hier. Toilette. Ah. Ist hier noch was? Nö. Es ist das Klo, also viel zu sehen gibt's hier nicht. So, hier noch. Ah ja, guck. Da ist noch was. Hier. Nice. Oh, eine Plankgranate. Fantastisch. Bericht zu den Messwerten, Schwellenwertaktivitäten.
Die in den letzten 48 Stunden gesammelten Messwerte weisen auf eine steigende Aktivität am Schwellenwert am Quadron Lake hin, was vermutlich auf eine unmittelbar bevorstehende AWE-Szenario hindeutet. Der höchste aufgezeichnete Messwert überstieg den Sicherheitsgrenzwert, sodass ein Generalalarm ausgelöst und die Unterstützung des zugewiesenen AWE-Einsatzteams beantragt werden musste. Allerdings wurde aufgrund der jüngsten Änderung des Verfahrens kein Alarm ausgelöst und kein Kontakt mit externen Teams hergestellt. Wie vorgeschrieben, unternimmt das Überwachungsteam nichts, bis die Freigabe von Herr Dr. Mormont oder Frau Dr. Mormont vorliegt. Angesichts der Steigungsrate auf die jüngsten Daten hindeuten, empfiehlt das Überwachungsteam dringend, das AWE-Reaktionsteam sofort zu kontaktieren. Unterzeichnet Harris Cross Leitender Schwellwertanalyst. Hey. Hier war noch zu, aber das kann ich jetzt. Scheiße, Sicherheitsstufe 3. Na, okay, das bringt nichts. Okay, nee, dann haben wir hier alles untersucht, was es zu untersuchen gibt. Vorerst. Mit Sicherheitsstufe 3 kann ich dann hier unten die Tür öffnen, aber die habe ich noch nicht. Deswegen würde ich sagen, fahren wir nochmal erstmal hoch in den ersten Stock. Dann werden wir die Folge beenden und gucken uns dann das nächste Mal im ersten Obergeschoss Untergeschoss um. So. Eins hoch war's, ne? Genau. Also sie sagt, ihr Team ist im ersten UG. Unschuldige Menschen mit Hilfe der Autorität des FBC in Werkzeug verwandelt. Sie dachten, sie wären hier im Wald unangreifbar. Aber Taten haben Konsequenzen. Und ich bin diese Konsequenzen. Fuck yeah. Oh Gott, das klingt nicht gut. Untergeschoss 1. Forschungsleiter! Sie verdammter Bastard! Jules Marmont hat mein Team getötet. Wer war das? Tut mir leid. War er nicht das Farbmonster? Kann man nicht töten. Diese Waffe holen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht braucht die Sicherheitsgabe 2. Ich guck nochmal kurz auf die Karte. Ja, da unten habe ich was vergessen. Im zweiten Untergeschoss. Ist egal. Kann ich mir, glaube ich, immer noch holen. Da, Sicherheitsfreigabe Stufe 2. Das heißt, die Waffe kann ich mir holen. Da ist noch etwas, wofür ich die Sicherheitsfreigabe Stufe 3 brauche. Aber vielleicht kriege ich die ja bald. Weil ja, so wie es aussieht, ist der DLC nicht besonders groß. Wenn wir im vierten oder fünften Untergeschoss sind, ist das Spiel auch, glaube ich, umher. Ist das Spiel vorbei. Es ist rum. Deswegen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Und ich sag schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alan Wake 2, dem zweiten DLC, The Lake House. Und dann gucken wir uns das nächste Mal hier im ersten Untergeschoss um. Werden uns die Waffe schnappen. Und ja, wie sie gerade festgestellt hat, Dr. Jules Marmont steckt dahinter. Hat das Team umgebracht von ihr und wir werden uns natürlich fürchterlich rächen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Alan Wake 2. Bis dann!